muss ich jetzt gerade muten, die kann ich in der Aufnahme nicht gebrauchen. Auf jeden Fall, hallo, was geht? Euer Excel Reacher ist wieder back in Business und freut sich, euch wieder zu bespaßen mit Videos oder in dem Fall. Oder in dem Fall, der gesagt, gehen wir nochmal auf die liebe Meinungsschiene, weil ich habe eine Meinung loszuwerden, wenn ich ehrlich bin. Und zwar, diese Meinung geht an Louis. Das ist ein YouTuber, der in den letzten 2-3 Wochen, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, ich glaube, sein Kanal ja in den letzten 2-3 Wochen stimmt, um die wortwörtlich fast 15.000 Abonnenten gemacht hat. Also, der hat erst vor 2-3 Wochen, glaube ich, mit YouTube angefangen und hat schon so krass Klicks generiert, was echt krass ist. Und ich weiß auch gar nicht, wie das so wirklich möglich sein soll, wenn ich ehrlich bin. Auf jeden Fall wollte ich mal sagen, wie er es meines Erachtens danach geschafft hat, mit Clickbait und teilweise Fake an die Reichweite zu kommen. Und zwar, ich habe mir ja seinen Kanal jetzt mittlerweile schon was länger angeguckt und mir ist aufgefallen, dass er häufigst Clickbait oder je nachdem sogar Fake-Titel verwendet. Seine meisten Abonnenten hat er während dem Vulkan-Event gemacht, durch mehrfache Clickbait-Titel, die sogar richtig eingeschlagen sind, wenn man es so nimmt. Er hatte, glaube ich, auf mehreren Livestreams mittlerweile 30.000 Aufrufe, weil sie einfach nur wegen dem Vulkan-Event in seinen Stream kamen. Jedoch sind die meisten Fakten, die er zu dem Vulkan-Event brachte, oder eher gesagt, kleiner Sprachfehler am Rande, brachten, leider zum Teil auch fake. Und unwahr. Da kommen wir wieder zum Clickbait. Also die Titel waren auf jeden Fall Clickbait, das könnt ihr euch mal reinziehen. Also ich glaube, da müsst ihr mir alle zustimmen. Ich werde Louis natürlich wieder nicht verlinken. Ich weiß, durch mich wird er zwar eh kein Fame gerinnen, weil er eindeutig der größere YouTuber ist. Aber das sei jetzt dahingestellt. Auf jeden Fall ist er damit seinem Clickbait und Fake zum einfach mal zu dicker zu 15k fast in 3 Wochen, was einfach. Jungs, ihr müsst schon sagen, das ist schon krass. Da, ganz ehrlich, ist es halt einfach scheiße, Digga. Dass wieder jemand Aufmerksamkeit bekommt, okay, er streamt fast täglich, aber Digga, er macht Clickbait und Fake, Digga. Mann, warum? Ich verstehe das nicht. Heute, es ist ja noch nicht mal mehr, es ist zwar immer noch schwer, auf YouTube Reichweite zu generieren, das weiß ich selber. Aber dafür Clickbait zu verwenden und zum Beispiel so wie heute im Stream, ich habe davon mal vorbeigeschaut, irgendwie reinzuschreiben, ja, die Double Pump, die kommt wieder. Digga, ich habe noch nicht mal ansatzweise irgendwie gehört, dass die Double Pump wiederkommt. Oder geschweige denn, sollte es stimmen. Er berichtet es jetzt schon, Digga. Es wurde noch nicht mal, glaube ich, es wurde halt noch nicht mal was geleakt, so. Das ist halt schon wieder, in meiner Ansicht nach ist das schon wieder Fake. Und so viele Leute wünschen sich. Es gibt ja genug Leute, die wünschen sich die Double Pump wieder und klicken halt sowas dann. Digga, das ist. Ich finde es einfach lächerlich. Digga, Louis, du hast jetzt die einigermaßen Reichweite. Für dich müsste es jetzt, ehrlich gesagt, glaube ich, nicht mehr schwer sein, irgendwie Abonnenten zu kriegen. Aber dass du den Clickbait-Schiene und den Fake weiter so ziehst, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Man kann seine Zeit lang machen. Von mir aus machst du eine Zeit lang, Digga. Hol dir deine Abonnenten dadurch. Das ist schon mal eine einigermaßen Community hast. Hör dann auf. Okay. Kann ich noch nachvollziehen, aber das ist jetzt immer noch durchzuziehen, Digga. Und du hast deine Community. Du kannst mir nichts erzählen. Die Community ist jetzt da. Die wollen zwar nur wissen, was abgeht, Digga, und interessieren sich nicht an dich und an deinen Kon. So. Und interessieren sich nicht für dich, sondern immer nur mal, ja, was passiert, wenn nichts passiert, gehen sie ja wieder. Interessieren sich ja nicht für dich. Zum großen Teil, also ich könnte, no joke, ohne respektlos zu sein, ich glaube, 85% deiner Community interessiert sich nicht für dich. Die wollen wissen, was los ist. Gucken einmal rein und gehen. Bringen hier zwar Aufrufe, aber auf dauerhaft kann man auch sagen, dass das inaktive Abonnenten sind. Weil die liken ja nicht, die machen ja nichts. So. Ich verstehe dich auch nicht. Du bist etwas jünger, glaube ich, glaube du bist 12, 13. Auf jeden Fall. Vielleicht solltest du mit dem Clickbait ein bisschen runterfahren. Dann wäre das schon alles wieder so top. Und vielleicht bei deinem Titel mit Polar Peak, Vulkanausbruch oder Double Pump erstmal warten, Digga, und wirklich nachgucken, bevor du das postest. Weil im Nachhinein, ich habe nachgeguckt, deine Videos mit Polar Peak mit diesem Brechen, die brechen zwar mittlerweile, aber das hast du schon hochgebracht, Digga, da sind die noch nicht ansatzweise ins Rollen gekommen. Da wurde zwar schon geleakt, dass sie irgendwann brechen sollen,
Aber du hast das einfach schon so krass ausgenutzt, du Klicks, Digga, das finde ich. Es tut einfach weh. Das ist genauso wie bei einem Vulkan. Du hast in deinen Stream reingetan, eine neue Rune bewegt sich, eine neue Rune bewegt sich. Ich habe damals noch selber teilweise reingeguckt, um zu gucken, was passiert. Und mir ist einfach aufgefallen, Digga, da passiert nichts. Du guckst, da ist von einer. Guckst einfach, laberst dir einen weg, Digga. Und hoffst einfach, die Abonnenten hören dir zu, glauben dir das, Digga, und bleiben. Aber ganz ehrlich, deine Abonnenten sind zum Großteil, glaube ich, echt kleinere Leute und die checken das nicht. Deswegen abonnieren die wirklich, aber kommen irgendwie nie wieder. Also, um ehrlich zu sein, ich habe nichts gegen dich als Person. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bist du ja etwas jünger und ich halte von deinem Content nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Aber so, ansonsten habe ich halt gegen dich als Person nichts. Du kannst bestimmt ein korrekter Typ sein, aber was du auf YouTube in meinen Augen fabrizierst, ist ja nicht das Allerschlimmste, aber finde ich, ist auch nicht in Ordnung. Ich weiß, wenn man jetzt auf meinem Kanal guckt, ist vielleicht auch nicht unbedingt das Beste, aber wenn ich mir so deinen angucke, was du fabrizierst, ist, finde ich, ziemlich. Wie soll ich das jetzt sagen, ohne beleidigt zu sein? Erbärmlich. Oder einfach nur lustlos. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Und im Endeffekt will ich da auch jetzt nichts weiter zu sagen, weil sonst wird das einfach wieder zu lang, dieses Video. Auf jeden Fall danke, dass ihr mir zugehört habt. Und wie gesagt, wenn ihr mir nicht glaubt, ihr könnt immer selber nachgucken und ihr dürft auch immer eure eigene Meinung haben. Euch eure eigene Meinung zu bilden, ist euer gutes Recht und das dürft ihr auch alle tun. Deswegen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Das war euer XLReacher und ich hoffe, euch allen geht's gut. Wenn ihr mehr von diesen Meinungsvideos haben wollt, ich gehe gerade so ein bisschen in die Meinungsschiene, merke ich. Finde ich aber auch gar nicht so schlimm. Ich sage gerne meine Meinung und ich bin auch ein sehr ehrlicher Mensch. Also wenn das meine Meinung ist, dann sage ich sie auch so. Wenn sie jemand anderem nicht gefällt, dann ist es nun mal so. Bei jeder Mensch darf immer noch seine eigene Meinung haben, habe ich ja schon erwähnt. Aber auf jeden Fall, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch und ich sage das auch offen. Von mir aus könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, zu welchem YouTuber ich mal was sagen soll. Ich habe jetzt selber schon einen YouTuber im Sinn oder eher gesagt einen Clan. Und wenn ihr wollt, dass ich mehr Meinungen sage oder von mir aus auch Ansagen, wenn der Typ wirklich gar nicht geht, können wir das gerne tun. Auf jeden Fall, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und haut rein.